Genau. Den nächsten Kampf, Helena. Ja, der haben steht wir an. Eben schon ein paar Mal die beiden in den Vorkämpfen gesehen. Jetzt sind sie endlich gegeneinander dran. Wird sicherlich ein spannender Kampf. Die Erfolge könnt ihr auch hier nochmal sehen. Ich meine, die Ellen ist schon lange im Geschäft. Position 5 im Moment. Du hast selber gegen sie gekämpft. Wie ist das Ergebnis ausgegangen? Ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir haben nie gegeneinander Ach so. Gekämpft. Aber ich kenne sie so von der Zeit. Wir sind nie direkt aufeinander getroffen. Dass es sowas gibt, irgendwie, wenn man beide so, ja, so erfolgreich ist, dass man sich dann auch umgehen kann, das ist ja auch schon beeindruckend. Ne? Ja gut, Ellen ist Jahrgang 1990, ich bin 87, sind schon noch auch 3 Jahre Unterschied. Aber die beiden haben schon mal gegeneinander gekämpft, habe ich hier in unserer Super Taekwondo-Datenbank erfahren, nämlich auf der letzten Europameisterschaft. Da haben die im Achtelfinale gegeneinander gekämpft, also Lauren gegen Ellen. Und da hat letztes Mal die Engländerin gewonnen und ist auch auf der Euro ja Europameisterin geworden. Also, ja, ist noch nicht so lange her. Aber jedes Turnier ist ja wieder von vorne. Das ist jetzt das Halbfinale. Das heißt, eine Medaille hat man schon sicher, aber man will ja weiterkommen, ne? Also, da ja, also die beiden wollen schon gewinnen, beide, denke ich mir mal. Ellen sowieso, denke ich mal. Sie ist halt schon eigentlich im Moment in der Klasse jetzt mit dem Teilnehmerfeld hier die absolute Favoritin. Und die Lauren, ja, wie gesagt, noch sehr jung. Ich habe mal auf ihrer, ich glaube, Facebook-Seite gelesen, sie hat mit einer Goldmedaille bei den Jugendweltmeisterschaften ihre Karriere begonnen und hat sie jetzt im letzten Jahr ihren Jugendabschnitt auch mit einer Goldmedaille beendet. Also ist schon ein toller Erfolg, wenn man quasi mit einer Goldmedaille auf einer Jugendweltmeisterschaft einsteigt und auch sich dann in den Seniorenbereich damit verabschiedet. Lässt auf jeden Fall hoffen, dass dann noch einiges in Richtung Tokio für die Engländer genau. Ja, rausgeholt wird. Jetzt wurde hier mal kurz gewechselt. Jetzt haben wir Nee, das ist noch nicht, aber auf der Fläche von Ellen und Lauren ist auf jeden Fall noch Stillstand. Die stehen noch beide da mit ihren Westen und Coaches am Rand. Da ist noch nichts passiert. Sobald es da dann losgeht, switchen wir auf jeden Fall sofort rüber. Denn ich glaube, das ist sogar eines der ersten Halbfinals heute, oder? Ja, also jetzt kommen wir ja langsam, das Turnier ist ja schon ein bisschen älter. Jetzt kommen wir langsam in die Region, wo es dann darum geht, dass die Medaillen kommen und... Ja, und vor allem nicht nur Medaillen, sondern hier die meisten, die ja auch hier teilnehmen wollen, natürlich... Ja, Punkte für die Weltrangliste sammeln. Wir hatten das vorhin schon mal, auch das Thema einer Turnierplanung. Du hast dir mit deinem Trainer sicherlich immer damals, Carlos Esteves, das Jahr schon durchgeplant oder geht man gar nicht so weit? Oder schaut man auch, man kann ja vieles planen und am Ende ist man irgendwie verletzt, aber wie weit plant man denn irgendwie so eine Saison? Also wahrscheinlich immer ein Höhepunkt wird es ja geben oder genau. Manchmal auch zwei. Wie geht man daran, damit man den Zuschauern auch mal ein Gefühl gibt, wie die Top-Athleten das machen? Also früher war es eigentlich so, die Saison ist mit der Deutschen Meisterschaft so Richtung Februar gestartet, beziehungsweise Anfang Februar Trelleborg Open in Schweden. Das waren so die ersten Turniere eigentlich im Jahr. Im Januar hauptsächlich Aufbau, Grundlage, Athletik und ja, dann fing es eigentlich an mit den ersten Turnieren und der Saisonhöhepunkt ist ja meist im Mai oder Juni gewesen, sodass man sich dann da wirklich gezielt drauf vorbereiten konnte. Und danach, ehrlich gesagt, war auch erstmal kurz eine kleine Sommerpause und wenn man sich heute den Kalender anguckt, dann ist das eigentlich nicht mehr so machbar, weil im August eben die Grand Prix-Serie beginnt und da eben ja auch nur ausgewählte Athleten dran teilnehmen können, also die Top 32 bzw. Top 16 oder fürs Finale nur die Top 8. So. Genau, jetzt geht's los. Die sind schon dran. Also ich glaube, früher war es ein bisschen einfacher, sich wirklich auf den Saisonhöhepunkt zu konzentrieren, da die komplette Planung drauf zu machen, aber ich sag mal so, es ist für jeden gleich und der eine nimmt halt den Weg und geht auf wirklich jedes Turnier und grast die ganzen einzelnen Turniere ab.
Das würde mich mal interessieren, ist man da bei einer wenn man die Weste probt, ob die Kontakte gehen, setzt man da auch schon mal Zeichen oder dass man mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Dollar reinhaut oder ist das nicht so? Ich habe schon ein paar Mal gesehen, ehrlich gesagt, aber irgendwie finde ich das nicht so passend in dem Moment. Also soll man ja lieber auf der Fläche in der regulären Kampfzeit machen. Hier jetzt eine tolle Faust auch von der Engländerin. 2-1 steht es für Ellen. Ist es für dich die Favoritin auch? Ja. 4-1 jetzt durch ihren Pushkick, den sie wirklich auch super beherrscht mit dem rechten Bein. Schade, dass wir jetzt die Punkte nicht sehen, aber wir tun unser Bestes, dass wir die auf jeden Fall ansagen. Also ja. 4-1 im Moment. Jetzt gibt es irgendwelche Unklarheiten. Also ich habe sie ehrlich gesagt nicht mitbekommen, aber wir werden es sicherlich... So wie ich die Ellen bisher kennengelernt habe, liebt sie es auch, wenn eine Gegnerin eher etwas stürmischer ist. Und das ist ja hier die Lauren. Also wenn eine sehr stürmisch ist, dann kann sie eigentlich ihre Erfahrung und ihr starkes vorderes Bein mit rechts auch wirklich gut ausspielen. Ja. 5-1. Das finde ich schon beeindruckend, aber ich meine... Da geht es gleich zur Sache, steht 5-1. Jetzt ein Kopftreffer für die Engländerin, also wieder 5-4. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen. Also es wird, glaube ich, echt ein heißer Kampf. Ich nenne das mal, das ist das Jay Jones Vorderbeingezauber hier, was wir von der Britin sehen. Irgendwie, ne, das wird da oben immer irgendwie nochmal, es ist unten angesetzt und oben wird es durchgezogen. Ja, und vor allem, das hat man auch bei anderen Kämpfern schon aus England jetzt gesehen, die sind einfach nur am Marschieren. Wir hatten die, ich weiß nicht, ob die noch eine zweite Lunge irgendwo immer rausholen. Das ist wirklich Wahnsinn, die ganze körperliche und also physische Voraussetzungen, die sind wirklich top dort. Und jetzt ist eben die Engländerin auch in Führung mit 7-6. Jetzt noch ein Kopftreffer. Jetzt. 12-6. Ist das denn manchmal so schwer umzusetzen, was man jetzt auch sieht, dass Ellen irgendwie, sie gibt ihr zu viel Raum? Ja, also, deutlich zu viel. Also die war gerade, als sie da den Kopfpresser kassiert hat, hat man echt in ihren Augen gesehen, was passiert hier gerade? So ein bisschen überrascht. Aber kann man sich dann, ist das so schwer, wo man sagt, Mensch, sei doch aktiver? Also dass man sich dann irgendwie so in 5 Sekunden irgendwie so fallen lassen kann? Dass man da nicht rauskommt, also dass man will, aber man kann nicht, oder? Ja, ich meine, der Gegner hat ja auch trainiert und man sieht es ja auch hier, die ist jetzt wirklich nach vorne gestürmt und da ist man einfach mal eine kurze Zeit perplex, muss sich kurz orientieren, aber bei dem Fluss an Punkten, der jetzt hier gerade geflossen ist, ich meine 16-8 in der ersten Runde auf dem Niveau, das ist schon gerade echt eine kleine Dampfwalze hier gewesen. Positiv, ne? Jetzt Gewicht her. Da gehen wir nicht drauf ein. Das ist doch 67 Kilo. Das ist ein perfektes Frauengewicht, würde ich sagen. So, bin ich mal gespannt, wie sie jetzt damit umgeht. Also sie hat jetzt mal gewechselt. Jetzt ist das linke Bein vorne gemacht. Ja. Vom Punktestand steht es 16 Und das, was wir jetzt hier sehen mit dem Gerangel, das wäre früher, also jetzt gar nicht möglich. Da wäre sofort abgebrochen. Kyongo, Verwarnung und eigentlich ganz schön, dass man jetzt mal wieder so ein bisschen Infight auch erlebt und den Kampf einfach ein bisschen laufen lässt und nicht gleich unterbrechen muss. Wobei das für jetzt Kämpferin, die halt... Guck mal, man sieht jetzt auch, sie hat sie rangezogen, also man musste wirklich auch erstmal, ich glaube auch eine Top-Athletin, die sie ja ohne Zweifel ist, Ellen irgendwie, dass man dann auch durch dieses Drücken auf einmal so perplex ist, dass man auch natürlich mal jemanden dran zieht. Ne? Genau, man wartet eigentlich, was macht denn jetzt der Kampfrichter? Gibt er jetzt endlich mal einen Kyongo oder nicht? Also kurzer Zwischenstand, es steht 19-9 jetzt für die Engländerin. Und man sieht schon wirklich in Ellen ein bisschen Ratlosigkeit auch mit dieser Ungestümtheit. Ja. Also ich hätte gedacht, dass sie da ein bisschen abgezockter ist und mehr dagegen halten kann. Aber ich finde auch rein so von dem, also dieses Geschiebe kommt sie jetzt gerade nicht, überhaupt gar nicht gut mit klar. Nee, weil gar nicht. Ich meine, sie hat vor kurzem noch auf dem Grand Prix-Finale gekämpft und da war das sicherlich noch nicht so. Und jetzt wieder komplett umstellen, das ist Und irgendwann, du kriegst ja auch immer mal was auf die Beine, ne? Das nervt ja dann auch, zumal es auch wehtut. Also, dass du dann irgendwann mal natürlich, umso höher der Punktestand wird, ne?
denke ich, umso mehr Schmerzen kriegst du. 26 zu 10 jetzt, jetzt 12 jetzt für die Engländerin, also immer noch ein ganz schöner Vorsprung. Hast du das schon mal gehabt, also dass dir so ein Kampf so weglief? So, also in der Dramatik, auch so schnell, dass du den nicht fangen konntest, weil von der Qualität wird Ellen das ja alle Male drauf haben. Eigentlich schon, also ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt, dass sie da nicht so wirklich das Mittel findet, aber ja. Normalerweise geht es dann eigentlich so, man, wenn eine so ungestüm ist, war es früher so, verkürzen und drin bleiben. Jetzt mit dem neuen System oder mit der neuen Regel, schieben, drücken, weg, da hast du gar keine Verschnaufspause mehr. Also es ist ja jetzt gerade hier deutlich, dass wirklich auch Ellen am Pusten ist und das kennt man eigentlich nicht. Coach auch wild studieren. So, letzte Runde. Bisher noch eine relativ deutliche Führung von der Engländerin und ich bin mal gespannt, wie jetzt Ellen da mit umgeht oder auch wie, was die Engländerin macht, ob sie sich zurücknimmt oder ob sie weiterhin Vollgas fährt. Ich vermute eher Vollgas. Punkte, das muss man sich erstmal überlegen. Ja, vor allen Dingen muss man auch, ist ja in so einem Bereich, wo man auch schnell mal so viele Punkte hat, dass der Kampf weg ist, ne? Also vorzeitig beendet ist. Und ja, also ich finde das ziemlich beeindruckend, aber vielleicht ist es einfach auch jetzt die Klasse oder können wir die jetzt vielleicht nicht sehen? Also es ist schon eine gewisse Klasse auch, die Engländerin jetzt hier an den Tag legt, oder? Die tritt einfach wie wild auf die Ellen drauf, mit Händen und Füßen und die ist einfach perplex und findet kein Mittel richtig dagegen. Und es sind ja nicht so einfach nur Alibi-Angriffe oder wo man was für einleiten will. Jeder Kick irgendwie ist auch platziert, hart platziert und bringt sie mindestens aus dem Tritt. Ja, also die Engländerin hat schon Kraft in ihren Tritten, das sieht man eindeutig und diese Variabilität hat sie auch drin. Sie beschäftigt Ellen viel unten an der Weste und dann auf einmal geht einer zum Kopf. Und der hat auch schon ein paar Mal heute gesessen und hat dann eben auch die hohen Punkte ihr gebracht. Mhm. 29 zu 16 und noch 20 Sekunden. Also das wird auf jeden Fall knapp werden, es sei denn, ja. Passiert noch was ganz Dramatisches heute. Ja, es ist auch nicht mehr viel Zeit, also ich sehe da jetzt noch 10 Sekunden, der Kampf ist das, glaube ich, braucht man kein großer Prophet sein, der ist zu Ende. Ja, ein K.O. in der letzten Sekunde hat man auch schon gesehen. Und ja, das Spiele, stimmt. Finale, bis 80 Kilo der Engländer gegen den... Das stimmt. Ja. Ja, aber eine große Wertschätzung, glaube ich, von der Geste. Ja. Ist das sowieso, das können sich viele ja auch nicht vorstellen und man kämpft gegeneinander, aber eigentlich danach ist vieles eigentlich, kann man auch gut befreundet sein oder zumindest irgendwie geht fair miteinander um? Also ich glaube schon, also auf der Fläche ist dann einfach was anderes. Für viele ist das unverständlich, wenn man sich irgendwie vorher irgendwie zusammen warm macht oder in den Arm legt und dann sich einen auf die Rübe haut. Aber ich glaube, viele können das gut trennen. Einige auch gar nicht, die können da gar nicht mit umgehen. Für mich war das eigentlich, ich war schon immer offen dafür. Also ich habe immer gesagt, auf der Fläche ist es was anderes. Man muss halt den Schalter umlegen können und auf der Fläche dann eben kein Freund mehr sein. Und